Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Ministerpräsident, lieber Armin Laschet, Ihre Aussagen hier zum Klimaschutz verlangen eine Antwort. Denn erstens auf der Ebene Faktencheck, dazu komme ich gleich, aber zweitens, das ist mir persönlich auch noch mal sehr wichtig, auf der Ebene Ihrer Angriffe Grüne in Verantwortung und in Regierungsverantwortung. Ich finde das ziemlich interessant, welche These Sie hier formulieren und manifestieren. Denn Sie sprechen uns ab, hier das Recht, unsere parteiprogrammatische Überzeugung, unsere Gründungsidee als Partei, als ökologische Partei, hier irgendwie glaubhaft noch irgendwas dazu von uns geben zu dürfen, nur weil wir in Regierungszeiten Kompromisse, zugegebenermaßen schmerzliche Kompromisse gemacht haben. Was heißt das denn im Umkehrschluss, wenn wir das hier angeblich nicht mehr dürfen, nur weil wir irgendwann mal Kompromisse gemacht haben für eine Demokratie? Denn dahinter steckt, finde ich, eine besorgniserregende Demokratieverständnis. Kompromisse gehören zur Demokratie dazu. Und beim Thema Garzweiler, Rheinisches Revier, waren das für uns keine leichten Geschichten. 1995 mit dem Regierungseintritt standen wir vor einem Sonderparteitag und haben uns entschieden, weiterzumachen. Ja, der Parteitag hat das so entschieden, sehr knapp. Aber wir haben uns gesagt, wir stellen uns dieser Verantwortung. Und wir haben hier in realer Regierungsverantwortung dann ja auch versucht, weiter am Thema Klimaschutz zu arbeiten. Und was haben wir erreicht? 2014 haben wir einen Kompromiss erreicht, der nachträglich dieses Abbaugebiet Garzweiler verkleinert. Es waren eben 300 Millionen Tonnen Braunkohle, die unter der Erde bleiben, die nicht verstromt werden, CO2, was nicht in die Luft gepustet wird. Natürlich kann man jetzt hingehen und uns vorhalten, da hättet ihr aus der Regierung rausgehen müssen. Finde ich nett, dass Sie uns hier diese Empfehlungen geben, was wir als Partei zu machen hatten. Aber wir haben uns an dieser Stelle sehr wohl abgewogen der Verantwortung gestellt. Das machen einige im Moment in der Parteienlandschaft nur sehr ungern. Offenbar will ja dieses Land da in Berlin niemand mehr regieren. Aber wir haben gesagt, wir möchten mitgestalten. Wir möchten in dieser schwierigen Konstellation, und wir wissen das ja hier, dass wir offenbar nur noch die Einzigen sind, die hier die Klimaschutzfahne in diesem Land hochhalten. Wir möchten in der Verantwortung versuchen, hier diesen Kohleausstieg weiter voranzubringen. Und ja, es ist die Aufgabe des nächsten halben Jahrhunderts, hier weiter voranzukommen. Und diese Dinge vorzuwerfen, ich finde, Herr Laschet, das zeugt von einem merkwürdigen Demokratieverständnis, vor allen Dingen, wenn man Ihre Wendemanöver hier in dem letzten Jahr, was diese Dinge angeht, anschaut. Vor einigen Wochen hätten Sie mit uns das 7-GW-Einsparziel ja noch mitgemacht. Morgen, Herr Römer hat es gesagt, bei einem Glas Wein guckt die Sozialdemokratie Sie mal scharf an und auf einmal ist das alles wieder vergessen. Nein, wir Grüne werden da weiter dran arbeiten, hier, und das meine ich auch glaubwürdig weiter vertreten zu können, hier den Klimaschutz höchste Priorität in unserer Politik einzuräumen. Zweitens, Faktencheck. Bemerkenswert, dass Sie hier verkünden, im Rheinischen Revier werden morgen Kohlemeiler abgeschaltet. Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn Sie wissen ganz genau, dass die Blöcke, ich glaube, es sind 4 Blöcke, die da perspektivisch abgeschaltet werden oder schon abgeschaltet sind, die sogenannte Sicherheitsreserve bilden sollen. Moment, Moment. Das ist das, was Herr Gabriel auf Bundesebene der Braunkohle-Lobby nämlich zugestanden hat, dass Sie ein paar Meiler als sogenannte Sicherheitsreserve hier behalten können. Sicherheitsreserve. Wohl wissend, dass ein Braunkohlekraftwerk so unflexibel ist, wenn denn mal diese berühmten Flauten kommen, gar nicht schnell genug hoch und runter gefahren werden können, um tatsächlich dieses Netz auch funktionsfähig zu halten. Herr Pinkwart, Sie wissen ganz genau, dass die Kohlekraftwerke dafür nicht geeignet sind. Hierfür braucht es effiziente Gaskraftwerke. Und genau die werden ja behindert und laufen nicht, weil eben diese Kohlekraftwerke hier weiter künstlich am Leben gehalten werden. Und richtig ist, der Klimaschutz braucht mehrere Dinge. Da haben Sie natürlich völlig recht.
Er braucht die Netzsicherheit, Speichertechnologie, Transport und für schwankende Lasten, wenn die erneuerbaren Energien eben nicht gleichmäßig fließen, eben solche Sicherheitsreserven, aber doch bitte nicht diese alten Dreckschleudern, die man gar nicht hoch und runter fahren kann. Was der Klimaschutz eben nicht braucht, sind diese Braunkohlekraftwerke, die weiter am Netz sind, denn sie laufen für den Export und sonst gar nichts. Und für die Versorgungssicherheit sind sie nachweislich nicht nötig. Und das sagt eben nicht nur Herr Barke. Und ich finde das schon bemerkenswert, wie Sie hier Leute wie Herrn Barke oder Frau Kempfert einfach in so eine Ideologie-Ecke stellen und diese Aussagen, ja, offenbar Ihnen unterstellen, dass diese Aussagen schlicht falsch sind. Das finde ich schon ziemlich anmaßend, Herr Laschet, ziemlich anmaßend. Ziemlich anmaßend, dass Sie hier quasi Ihnen Lüge unterstellen. Ich bleibe dabei. Aussagen von diesen Experten sagen deutlich schwarz auf weiß, die Versorgungssicherheit ist nicht gefährdet, wenn diese Meiler vom Netz gehen. Und wir brauchen sie in den nächsten Jahren nicht mehr. Und Sie weigern sich hier, diese Wahrheiten erstmal zu erkennen und einen verbindlichen Fahrplan vorzulegen, wann Sie denn gedenken, diese schmutzigsten Kraftwerke, die hier für unseren Klimaschutz so schädlich sind, dass wir damit unsere Klimaschutzziele nicht erreichen werden, wann sie die endlich vom Netz werden. Diese Aussage hätte ich von Ihnen erwartet. Das ist Mut, Mut und vor allen Dingen Verantwortung. Denn man kann wirklich so lange an der Vergangenheit kleben bleiben und sie ein Beharrungsvermögen da halten, dass man irgendwann diese Zukunft für dieses Land verspielt hat. Und in Sachen Klimaschutz haben wir da von Ihnen heute nichts dazu gehört, wie Sie denn diese Zukunft hier in NRW gestalten wollen. Danke.